So kann man den gerne bezeichnen. Dafür gibst du eine gute Figur ab. Ja! Kann man so, so, jetzt haben wir hier... Ah, jetzt haben wir hier Regen! Das bietet sich ja perfekt an. Würde ich mal stark vermuten. Hier scheint irgendwo ein Pokémon zu sein. Aber ich sehe es nirgendwo. Aber das Item nehme ich erstmal mit. Ein Dopschutz! Sehr nice. Wen haben wir denn da? Kommst du mal her? Ich hab dich schon gesehen. Ja, weglaufen bringt dir nichts, du Käferfreak. Oder Käfersammler. Ist mir egal. Oh, da haben wir aber keine guten Karten eigentlich. Würde man meinen, aber es fängt an zu regnen. Das erhöht erstmal Server und alle anderen Wasserattacken. Und reicht deswegen für einen Schlag. Hier kann man Barschwaffern. Ich glaube, hier konnte man Barschwaffern. Ich glaube, das war die Route, oder? Ich will Barschwaffern. Ist aber nicht unten abgebildet. Ist jetzt nicht unten abgebildet. Komm her. Komm her, du Käfersammler! Ich glaube schon. Ja, kann man. Wäre geil, oder? Ein Barschwaffer? Aber sehr selten. Ja, das ist das Problem. Das heißt, ich kann doch bis morgen früh dranhängen. Das ist das Problem. Oh, das hat nicht gereicht. Obwohl, ja, das könnte speziell besser ausgelegt sein, ja. Das stimmt. Pudox als Papinella. Aber ein Level up. Wo ich die Werte sehe, dann wird mir schlecht, leider. Sorry. Aber hey, was soll ich machen? Ich muss es auch mit... Ich muss ja noch ein sechstes haben. Oder ist das ein Barschwaffer da unten links abgebildet? Also auch nochmal zwei Trainer. Boah, habt ihr den Schrei gehört? Habt ihr den Schrei gehört? Ja. Schade, dass ich jetzt diese Rangerin platt machen muss. Das ist natürlich jetzt nicht vorteilhaft, ein Kapilz. Das ist echt schlecht, um es mal so auszudrücken. Komm mal her, Schwalboss. Da wird wahrscheinlich eine Kampfattacke kommen. Ja, Konter zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, ja. Definitiv Aeros. Oh nein, Vergiftung auch noch bekommen. Tut mir aber echt leid, Schwalboss. Aber wir haben trotzdem besiegt. Ah, jetzt ein Barschwaffang wäre schon nice, oder? Für ein geiles Milotic? Das wäre schon mal nice. Das Einrad ist gespeichert, die Angel registrieren und einsetzen. Sei dir geil, mit welcher Angel ich das mache. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade hoch. Oh, ich habe die Angel zu spät eingezogen, weil ich dachte, da kommt nichts mehr. Ja. Das Angeltime hier. Es beißt einfach nichts an. Das ist auch eine Möglichkeit. Komm. Och, das ist doch ätzend hier. Es soll was anbeißen. Komm, komm, komm. Alter. Das kann es nicht sein, es regnet wie Strömen. Da ist die Fortpflanzung aller Wasser-Pokémon doch gibt. Ich müsste eigentlich so viel Glück haben, dass ich gleich einen Barschwaffer-Angel habe. Ist aber nur per Angel, oder? Ja, ist nur per Angel. Ist nur per Angel. Also nicht per Wasseroberfläche. Ein Körper, du. Ein Körper, Ich wollte gerade sagen, das reicht doch, oder? Immerhin zum Vollhealen.
Ah, wir wollen es nochmal versuchen. Kapodos ist wahrscheinlich das häufigste, oder? Ja, natürlich. Wen wundert's? Ich möchte gerne eins fangen. Und dann lese ich schon wieder im Chat. Oh, ich will auch ein Barschwa! Ich will auch ein Barschwa! Oh, ich will so ein nerviges Kapodos durchleihen. Obwohl, man könnte sich ja eins fangen. Von Garados? Ich spiele gerade mit den Gedanken. Boah, du musst doch nicht so früh einholen, Knabe. Da beißt wirklich nichts an hier. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Was soll was anbeißen? Das gibt's doch echt nicht. Komm! Carpador. Was ein Carnivana! Und Tuhaido! Wäre richtig nice! Wie schwächen, ohne es K.O. zu hauen? Okay! Kein schlechter Mogelhieb! Machen wir nochmal Taumeltanz. Damit du schön verwirrt bist. Oh oh! Oh oh, das hat sich echt viel, das hat echt viel sich selber abgezogen. Gleich mal einen Hyperball werfen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ich habe leider keine Donnerwelle oder sowas. Aber gerne wäre auch praktisch. Zum Einschlafen halt. Aber wir haben es gefangen! Ein Carnivana! Sehr schön. Wusste ich gar nicht. Stimmt, steht aber drin. Mit der Superange können wir sie sogar in Tuhaido fangen. Wenn jemand Carnivanas Revier betritt, schwärmt es aus und schnappt mit seinen spitzen Zähnen nach dem Eindringling. Wenn es alleine ist, ist dieses Pokémon sehr scheu. Ich habe leider keine Spitznamen mehr. Da warte ich immer noch auf euch. Ah, das waren Carnivana. Da oben steht das Barschwa, oder? Aber auf jeden Fall gibt es hier Barschwas. Meraplan, Kecleon, das kennen wir schon alles. Ja. Carpador steht da noch, Tuhaido steht da noch. Also man sieht die Umrisse. Okay, ne, falsche Seite. Lustig, Angel zu spielen. Was ist das für ein Dreck? Komm, wir gehen, hören auf mit den Angeln weiter. Was ist das hier? Ich gebe was zum Hai. Oh, viel zu viele Wingulls. So, lang genug hier gequält. Hätte ja auch klappen können. Oh, hier kann man sich echt erholen. Ausruhen meine ich natürlich. Auserholen, nein. Danke, dass du noch viel Glück wünschst. Chris kann wieder nach vorne an Level 39. Das ist nice. Ja, fliegen. Wenn du mir die gibst, bin ich kein Problem damit. Da hinten sind noch zwei Bären. Da ist ein Doppelkampf. Da ist Geheimbasenversteck. Mach mal, es ist ein Doppelkampf hier. Krips und Muckis. Mhm. Ist klar. Ist klar. Kadabra und Mashok. Jetzt habe ich vorne Chris. Okay, Chris kann sich um Kadabra kümmern. Und Schwalbos. Warum tun mir jetzt die Ohren weh von diesem Headset? Ah, jetzt liegt es besser. Jetzt liegt es besser. Ich hoffe, dass man mich immer noch genauso gut hört. Kadabra und ein Aeroas auf Mashok. Los geht's. Tschüss, Mashok. Adios! Schwalbos ist Level 40, nice. Boah, 106 im Angriff. Oh, das ist richtig nice. Der Reflektor, okay, der könnte ein Problem werden. Aber das könnte dann wahrscheinlich nicht reichen. Okay, reicht doch, okay. Na gut, es hat aber keine gute normale Verteidigung, stimmt, deswegen. Hat es deswegen wahrscheinlich nicht gereicht.
Bodycheck. Nein, wir haben schon eine starke normale Attacke. Und mit Rückzugsschaden, nein, arbeite ich nicht. Da könnt ihr euch jemand anderes suchen. Aber nicht ich, ich nicht. Du willst gar nicht kämpfen, oder? Nein. Aber oh, scheiß auf die Bären, ich will weiter. Ich will weiter! So. Den Wade, nee, der möchte auch nicht kämpfen. Nee, hier haben wir auch keine. Oder hat sich die Route gar nicht geändert? Doch, die Route hat sich schon geändert. Ah, da hinten. Ein Duflor. Ja, könnten wir gebrauchen, oder? Was sagt ihr dazu, ein Duflor? Level 22. Gleich tut's ein Donnerzahn. Der tut's auch. Okay, setzt Megasauger ein. Okay, jetzt habe ich natürlich eine Attacke eingesetzt, die nicht sehr effektiv war. Deswegen ist mir Stärke zu unsicher. Die Attacke ist auch noch stärker. Keine Paralyse. Okay, das ist nicht so schön. Ein Donnerzahn geht auf jeden Fall noch. Was denn? Ist es ein Quit? Aber davon gehe ich grundsätzlich nicht aus. Es greift mich nicht nochmal an. Helfen wir einen Hyperball, dann sollte es drin bleiben. Rein theoretisch. Ja, alles andere hätte mich irgendwo gewundert. Muss ich ehrlich sagen, alles andere hätte mich gewundert. So, du Flo ist gefangen. Metagross Level 14, noch 5 Level. Haben wir einen Metagross. Registriert. Auf Duflos Mund tropft übelst riechender Honig. Diesen Gestank scheint es so zu lieben, denn er schnieft die giftige Dämpfe ein und sabbert danach noch mehr Honig. Okay. Na gut, Mirabel habe ich jetzt nicht gefangen. Okay, das ist jetzt da links. Okay, es werden nicht alle Pokémon direkt gezeigt. Okay. Interessant. So, das Item nehme ich mit. AP Top, okay. Kann man vielleicht gebrauchen später. Den Ranger hier möchte ich auf jeden Fall herausfordern. Den möchte ich schon herausfordern. Ein Phibites. 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 Die Schlange. Phibites. Kommt, glaube ich, wirklich davon, oder? Heißt übersetzt Schlange, oder? Ich setze mal Stärke ein. Oh nein, ich hasse diesen Giftblick. Sorry, ich hasse ihn. Nachthieb. Nicht sehr effektives Unlicht. Weil der Hieb in der Nacht kommt. So, kleines Wortspiel, 900. Gewaltreut, auch Level 40, nice. Mundtier. Komm, zeigen wir uns mal eine Psychokinese, komm. Hab ich noch gar nicht gezeigt. Ist auch schon eine Zeit her, als Psychokinese erlernt haben. Mundtier, Mundtier. Der Schlitzer. Niedlich. War aber kein Volltreffer, okay. Reicht nicht die Attacke. Okay, Ausdauer. Schreibt mich nicht. Ich denke ja alles bei dem. Sowohl speziell als auch normal. Also physisch gesehen. Ach komm, lass das doch sein. Danke. Geh einfach nur K.O. bitte. Okay. Ja, Level 40 ist schon nicht schlecht. Und wir sind erst beim 6. Orden. Von daher geht das schon. Beutel. Lass mal wieder heilen hier.
Lass mal schön die Paralyse wieder weghauen mit seinem blöden Giftblick da. Ja, weiter hier hoch. Scheiße. Das sollte sich interessant an das Pokémon. Was knurrt denn da so? Ein Tropicus! Oder Tropius? Oder Tropius? Wie auch immer. Bin ich denn? Jetzt hab ich's. Da findet man echt seltene Pokémon mit. Pflanze, Flug. Wow, wow. 25. Sollte den Donnerzahn überleben. Hat nämlich viele KPs. Oh, mit Lockduft, wer wäre der perfekte Begleiter? In Bezug auf Massenbegegnungen. Was ja bei Regen nicht funktioniert. Also wenn es regnet, hilft mir das gar nichts. So. Nächster Hyperball. Aber es ist eine lange Route, ne? Das ist eine sehr, sehr lange Route. So, nächstes Pokémon gefangen. Was auf meinen Namen von euch wartet, ja? Pflanze, Flug. Kinder aus den südlichen Tropen essen die Früchte, die am Hals von Tropius hängen. Als Zwischenmahlzeit. Dieses Pokémon kann fliegen, indem es mit den Blättern auf seinen Rücken schlägt, als ob es Flügel wären. Interessant. Durch den Namenswetter kann ich es ja jedes Mal umbenennen. Nö, das war jetzt interessant, Pokémon. So, da haben wir noch einen Trainer. Komm, bleibst du mal stehen. Ich glaube, der steht beschissen. Bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Ein Dudu, normal Flug-Pokémon. Mit der Bedrohung. Warum eigentlich Flug-Pokémon? Ja, aber es kann nicht fliegen. Ich glaube, es ist das einzige Flug-Pokémon, was nicht fliegen kann. Hat aber den Flugtyp. Weil es so hoch springt, als würde es fliegen. Man könnte meinen, die Attacke Sprungfeder würde dann zum Dudu oder so, zum Dodri perfekt passen. Was ja auch durchaus passt. Realistisch ist. Ah, möchte ich es nochmal versuchen mit so einem nervigen Barschwarm? Oh, nee, erstmal möchte ich kämpfen. Das möchte ich. Na gut, sehr selten. Ne? Das ist halt das große Manko da dran. Sehr selten. Wahrscheinlich so 1% oder so. Level 30, das Schwalbus. Ah, es wird trotzdem schneller sein. 10 Level Unterschied machen da schon was aus. Genau, jetzt kriege ich mal das Aeroas ab. Was aber nicht so stark ist bei ihm. Dafür ist mein Donnerstag umso stärker. Wie gesagt, Chris werden wir auf jeden Fall mit in die Arena packen. 10 Kopfstoß! Komm, Absorber weg. Ist mal gut, dass du nicht meine anständige Attacke gelernt hast. Ja. Auch wenn es eine Psycho-Attacke ist, ist egal. Anständig ist anständig. Und Pflanze brauche ich jetzt erstmal in der nächsten Zeit nicht. Das ist wieder ein Tropius, das aber gehört.